Die letzte Weißmagierin, Kapitel 2. Autor Milena Thought. Leserin Milena Thought. Sarah zerrte und zog an ihrem Handgelenk. Der Fremde ließ nicht locker. Er war sehr stark. Sarah war total unsportlich und kam schnell aus der Puste. Sie setzte an. Pause. Ich brauche eine Pause. Der Fremde schaute sich nach ihr um und sah Sarah, als sie auf den Asphalt zusammensackte. Es tut mir leid, aber Sie sind uns schon dicht auf den Fersen. Wir sind bald da. Bitte folge mir, ich trage dir deine Sachen. Du musst mir vertrauen, sonst wirst du von denen da getötet. Sie blickte in die Richtung, in die er wies. Nicht weit von ihnen konnte sie schwarze Kutten sehen. Schwarzmagier. Endlich wusste sie, wer der Feind war. Die Angst stieg ihr in den Kopf und verlieh ihren Beinen wieder Flügel. Auf der Straße legten die beiden einen Sprint hin. Vereinzelt tauchten Bäume auf. Bald ist die Straße nicht mehr beleuchtet. Was dann? Der Fremde zückte sein Handy und beleuchtete den Boden genau rechtzeitig. Sie waren nun im Wald. Der Untergrund änderte seine Beschaffenheit. Kiesweg. Der Fremde steuerte in ein Gebüsch mitten in den Wald hinein. Sarah war das alles nicht geheuer und dachte, sie wäre in einem schlechten Film. Nur noch den Abhang hoch, dann sind wir da. Mit letzten Kräften kletterte Sarah die Böschung hoch. Der Fremde war schnell oben. Vor Sarah schien das Mondlicht auf eine Lichtung. Hier, wie vermutet, war natürlich nichts. Hier ist nichts, keuchte sie. Noch nicht, entgegnete er überzeugt. Er schaltete das Licht an seinem Handy aus. Es war fast stockdunkel. Hinter ihr hörte sie Schritte von mehreren Menschen. Sarah bekam Panik. Dann hörte sie die alten Worte in einer uralten Sprache. Es war keine Schwarzmagie, das stand fest. Dann wurde es plötzlich gleißend hell. Der Himmel bewölkte sich in Sekunden. Ein Blitz fuhr aus der Wolke, direkt vor Sarah und schlug in einen Baum ein. Zurück blieb eine weiße Fläche aus wabernder Energie. »Du zuerst! Los!« schrie der Fremde aus der Dunkelheit. Sarah fackelte nicht lange und rannte durch das Portal. Das Licht verschluckte Sarah. Sie landete weich im Gras. Zu ihrer Überraschung war es Tag. Sie schaut sich um. Es war, soweit sie beurteilen kann, die gleiche Lichtung wie vorhin. Doch wieso war es nun Tag und es lag Schnee? Vom Fremden fehlte jede Spur. Sarah wunderte sich weiterhin über dieses Wetterphänomen und legte sich in den Schnee, um sich auszuruhen. Sie war in Sicherheit. Sarah fühlte es. Bilder und Gedanken zogen an ihr vorbei, ohne dass sie sich welche merken konnte. So ruhte sie sich aus von dem Erlebten und schloss die Augen und fühlte in sich hinein. Die Umgebung war zweifelsohne ein magischer Ort. Doch welche Bedeutung er hatte, wusste sie nicht. Warum waren diese Menschen hinter ihr her? Oder hatte es eher mit dem Fremden zu tun? Wo war sie jetzt? War sie wirklich gerade durch ein Portal gegangen? Sarah wusste von Portalen nur aus Sagen, Mythen und Legenden. Sie führen in eine andere Dimension und im schlimmsten Fall durch Raum und Zeit. Plötzlich fiel ein dunkler Schatten neben ihr in den Schnee. Sie wich ruckartig zur Seite. Es war ein Mensch. Er keuchte vor Schmerz von dem Aufprall. Als er ihr das Gesicht zuwandte, merkte Sarah, dass es der Fremde war. Das Portal! Ich bin zu spät durchgegangen. Es hat mich an die Spitze des Baumes katapultiert. Er setzt sich langsam auf, genau wie Sarah. Wer bist du? Fragte sie. Was ist hier los? Ich war gerade auf dem Weg, ein Problem zu lösen. Und dann? Die Antworten bin ich dir wohl schuldig. Ich heiße Merlin und komme im Auftrag vom König von Camelot. Sarah schaute verdutzt und skeptisch zur gleichen Zeit. Und ich bin der Osterhase, meinte sie barsch. Merlin blickte etwas verstört. Das ist mein Ernst. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich versichere dir, dies ist kein Scherz. Du bist die letzte weiße Magierin in den nächsten Jahrhunderten. Wir brauchen deine Hilfe. Sarah entschloss sich dazu, das Spiel mitzuspielen. Sie kannte solche Verrückten aus der Psychiatrie. Es gab nur eine Welt in den Köpfen der Menschen und das war ihre eigene. Aber das erklärte nicht, wie dieser Merlin so ein mächtiges Portal hätte beschwören können. Sie setzte alles auf eine Karte. Ich brauche eher Hilfe. Sie zeigte das Brandmal an ihrem Arm. Merlin wurde blass vor Schock.
der Fluch des Todes, meinte er nur. Merlin schien sich gut in seinem Fachgebiet auszukennen. Er war tatsächlich ein waschechter Magier. Hilf mir, meinen Fluch zu lösen, und ich helfe dir. Merlin wirkte überfordert. Schicksalsflüche sind schwer zu beeinflussen. Aber sie müssen nicht unbedingt böse enden. Du hast nicht mehr viel Zeit. Es wird bei solchen Flüchen verlangt, dass du eine gute Tat vollbringen musst, die von wahrer innerer Stärke herrührt. Dann ließe sich der Fluch abmildern, wenn nicht sogar ganz lösen. Ansonsten wirst du in absehbarer Zeit sterben. Nach diesen Worten zitterte Sarah und zischte verletzt. Wie soll ich das bitte anstellen? Was soll das für eine gute Tat sein? Ich will nicht sterben, nicht so früh, schrie Sarah in Gedanken. Das war zu viel des Guten. Sie sprang auf, rannte in die Richtung, in der sie den Bahnhof vermutete. Hinter ihr hörte sie vereinzelt Worte, die mit der Entfernung nur vereinzelt an ihr Ohr drangen. Tu das nicht, warte, komm zurück. Ehe sie sich versah, war sie auch schon aus dem Wald draußen. Die Bäume gaben den Blick auf die Landschaft frei. Keine Bahnstation, keine Strommasten, keine Windräder oder Bahnschienen waren zu sehen. In der Ferne sah sie majestätische Türme eines Schlosses in den Himmel ragen. Fahnen einer Sarah unbekannten Art von Menschen flatterte im Wind. Ein Wappen war schwammig zu erkennen. In der Nähe waren Bauernhäuser, die von Schnee bedeckt waren. Rauch stieg aus dem Schornstein hervor. Merlin hatte nichts als die Wahrheit gesagt. Sie befanden sich im Mittelalter. Sarah wurde schwarz vor Augen. Kalt. Es war kalt um sie herum. Der Schnee schmolz in ihrem Nacken und floss eiskalt in ihren Rücken. Verzerrt hörte sie, wie jemand auf sie einredete. Durch die unangenehme Kälte wurde sie schneller wieder wach. Ich weiß, das ist ein bisschen viel. Mir ging es ähnlich, als ich in eurer Zeit gelandet bin. Aber ich hab dich gewarnt. Steh bitte auf. Bitte. Als Sarah den Kopf drehte, konnte sie Merlin erkennen, der neben ihrem Schnee kniete. Der Schnee hatte ihren Fall gedämpft. Außer ein paar Kratzer ging es ihr gut. Mühsam rappelte sie sich wieder auf. Dort drüben ist eine Hütte, da sollten wir uns erstmal umziehen. Hä? Wieso? Merlin deutete auf das Schloss mit einer Handbewegung. So kommen wir dort nicht rein. Du bist, falls du schon vergessen hast, in einem anderen Jahrhundert. Da muss man sich schon anpassen, um nicht aufzufallen. Leichter Schwindel kündigte sich bei Sarah wieder an. Doch er verflog wieder. Sie nickte. Sie musste sich an diesen Merlin halten. Ansonsten würde sie hier höchstwahrscheinlich in dieser Zivilisation untergehen. Auf den Punkt gebracht, in der Hoffnung, dass er sie wieder in ihre Zeit zurückschickte, müsste sie das tun, was er sagte. Merlin hat ihr das Leben gerettet. Daher war sie ihm was schuldig. Schwerfällig zogen sie los in die Richtung, die Merlin wies. Es war nicht weit entfernt. Eine kleine Holzhütte kam zwischen den Bäumen langsam zum Vorschein. Die Wände des Holzhäuschens bestanden aus Baumstämmen, die sich an beiden Enden miteinander verkeilten. Das Dach bestand aus Stroh und Schilf. An der Tür angekommen, kramte Merlin einen großen verrosteten Schlüssel aus seiner Jackentasche. Als er den Schlüssel um 180 Grad im Schloss drehte, knackte es. Langsam knarzend ging die Tür auf. Drinnen war es dunkel. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Am Anfang widerstrebte es Sarah, den Raum zu betreten, bis Merlin durch eine einfache Formel eine kleine Lichtkugel entstehen ließ. Sie erhellte den schlicht gehaltenen Raum. Ein Esstisch mit Stühlen, ein Bett, eine Truhe, ein Regal mit Büchern gestalteten den Raum. Merlin drehte sich zu ihr um. Dort in der Truhe findest du alles, was du brauchst. Deine restlichen Sachen werden dir hier nicht von Nutzen sein. Du kannst sie in der Truhe verstauen. Ich warte draußen, aber achte bitte darauf, dass alles aus deiner Zeit in der Truhe landet. Sarah war überrascht. Merlin hatte an alles gedacht und vorbereitet. Obwohl er noch so jung war, beherrschte er eine beachtliche Weise des Plans. Er schien sehr reif für sein Alter zu sein. Die Lichtkugel ließ er bei ihr. Sie flackerte in der Luft vor sich hin. Sarah fackelte nicht lange, öffnete die Truhe und entledigte sich ihrer Klamotten. Die Bauernkleidung, die sie fand, war sehr schlicht und grün. Es war alles da, Fellschuhe, schlichtes Kleid, brauner Umhang und Kapuze. Sarah verstaute alles, was ihr lieb und teuer war, in der Truhe. Sie war fertig angezogen und sie rief Merlin herein. Er öffnete die Tür und kam herein.
blieb einfach eine Weile vor ihr stehen. Merlin musterte sie und eine kurze Röte stieg ihm ins Gesicht und verschwand so schnell, wie sie wiedergekommen war. Kurz vor ihr blieb er stehen. »Du hast was vergessen«, murmelte er, streckte die Hand nach ihr aus und löste das Haargummi an ihrem Kopf. Sarahs Naturlocken fielen sanft um ihr Gesicht und betonten ihre stahlblauen Augen. Sie hatte noch einen kurzen Blick auf Merlin werfen können, bevor er sich umdrehte. Sarah hatte schwören können, dass er rot anlief. Merlin ging zur Truhe und zog ein blaues Haarband heraus, machte stattdessen das hier ins Haar. Sie folgte seinen Anweisungen. Sie wusste nun, dass es an der Zeit war, für sie beide das Haus zu verlassen. Die Kälte, die draußen herrschte, machte Sarah erstaunlicherweise nichts aus. Die Klamotten hielten sie tatsächlich schön warm. Merlin brauchte beim Umziehen nicht lange. Die mittelalterlichen Sachen standen ihm besser, fand Sarah. Er hatte einen Wams mit einem Leinhemd und die passende Hose dazu an. Darüber den gleichen braunen Umhang mit Kapuze wie sie. Zeig niemand unter keinen Umständen deinen Fluch. Schwarze Magie ist in diesem Reich untersagt. Jene, die verflucht worden sind, werden verbannt. Als Weißmagier hat man es auch nicht sehr leicht. Trotzdem konnte ich mich zum Magier des Königs hocharbeiten. Der König ist schwer krank. Eine fremdartige Form von Dämon zehrt an seiner Lebensenergie. Ich sehe es als meine Pflicht, ihn zu schützen. Da meine Kenntnisse nicht ausreichen, habe ich mir Hilfe geholt. Dich. Warum braucht ihr ausgerechnet mich? Du beherrschst so viel mächtigere Magie als ich. Portale beschwören könnte ich gar nicht. Das schaffst du mit links? Merlin wandte sich ihr zu und begann auf sie einzureden. Jeder Magier, Hexe oder Zauberbegabte hat ein bestimmtes Talent, das je nachdem speziell ausfällt. Deine Gabe ist es, Lebewesen zu heilen, Balance zu schaffen und zu reinigen, ausgenommen dich selbst. Ich hingegen beschwöre, überbrücke, zerstöre und navigiere. Wenn ich die gleiche Heilformel oder Schutzzauber aussprechen würde wie du, hätte das nicht den gleichen Effekt. Warum soll ich die letzte Weißmagierin sein? In meiner Welt existieren viele Magier. Weitaus berühmtere, stärkere, erfahrenere als ich. Merlin seufzte und fasste sich an die Schläfen. Hör mir mal gut zu, ich vertraue meinem Gefühl. Und so eine Magie wie deine ist einzigartig. Den Suchzauber, den du im Zug aufsagen wolltest. Die Schwingungen deiner Magie waren absolut rein. Pure weiße Magie. Sowas kenne ich nur aus Büchern. Du... Sarah fuhr plötzlich vor Schmerz zusammen. Ihr Arm pulsierte. Sie schob den Ärmel hoch und ein weiterer Teil des Brandmals wurde schwarz. Gut, ich helfe dir. Und ich hoffe, dass durch die Rettung deines Königs mein Fluch sich lösen lässt. Mir läuft die Zeit davon.